Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich habe mir heute gedacht, Leute, ich stelle euch das Ding da vor. Genau. Was genau ist das? Ihr habt es ja gerade im Intro mehr oder weniger gesehen. Ich habe euch da ein paar kleine Szenen eingeblendet und ich muss sagen, das Teil ist wirklich der Wahnsinn. Ich hole es mal kurz her. Das ist jetzt das gute Stück. Hier ist jetzt gerade die Uhrzeit eingeblendet. Ich kann das aber mal auch ganz kurz ändern. Ja, wie du sehen kannst, das Ganze ist über Bluetooth verbunden. Und das Ganze ist nicht nur ein Pixel-Dingenskirchen. Nein, es ist auch noch ein Lautsprecher. Die App für das ganze Ding blende ich dir gleich ein, aber erstmal zeige ich dir noch ein paar kleine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Bilder. Sagen wir mal einfach Bilder. Hier haben wir einmal so ein Matrix-Design, hier haben wir einen Stern, so ein Super Mario-Stern, so in Glitch-mäßig. Dann haben wir hier einfach, so eine Shockwave oder wie man das nennt. Dann haben wir hier einen Mond, würde ich mal behaupten, finde ich jetzt, Und dann haben wir den hier auch vom Intro raus. Dann haben wir hier einen schönen Kaffee. Dann haben wir hier den Sturm, auch aus dem Intro raus. Dann haben wir hier noch ein Spiel. Das Gerät hat hier oben einen Play-Button, einen Laut- und Leiser-Button, einen Wecker und die Helligkeit. Auf der rechten Seite befindet sich der Ein- und Ausschalter und hier sieht es aus, als ob hier noch ein kleines Mikrofon wäre. Ich habe das Ganze jetzt schon öfter in Betrieb gehabt. Das war jetzt die meiste Zeit immer hier im Hintergrund, aber wie ich ja schon erwähnt hatte, ist das Ganze ja auch noch ein Lautsprecher. Hab aber das Ganze bisher noch nicht wirklich durchgetestet, wie das jetzt mit dem Sound. Also, ich sag mal, der Klang von dem Ding ist akzeptabel. Es ist okay, wirklich. Es ist wirklich völlig okay. Das Ganze kann natürlich auch anzeigen, zum Beispiel, wenn du eine WhatsApp-Nachricht bekommst oder eine Instagram-Message, dann zeigt es hier das Symbol an so. Das Ganze hat einen USB-C-Anschluss, was richtig, richtig cool ist. Das Video ist hier an der Stelle allerdings noch nicht ganz zu Ende, denn es gibt noch die App, die ich dir gerne vorstellen möchte und die blende ich dir hier ein. Natürlich musst du dich da erstmal anmelden und so weiter und so fort. Und wenn du dann angemeldet bist, befindest du dich normalerweise hier auf der Seite, die ich jetzt hier auf meinem Smartphone habe. Und da sind jetzt jede Menge Motive, die du dann im Endeffekt abspielen lassen kannst. Du klickst einfach auf irgendeins, das dir gefällt. Zum Beispiel sage ich jetzt hier mal diesen, was nehmen wir den hier zum Beispiel? Das finde ich richtig cool zum Beispiel. Sieht man jetzt vielleicht nicht ganz da hinten, aber das ist auf jeden Fall das Motiv. Ich finde es richtig cool. Und falls dir dieses Motiv gefallen sollte, dann befindet sich hier ein Herz. Klicke auf das Herz. Wenn du auf das Herz geklickt hast, gehst du nur noch auf dein Ich. Nochmal auf Ich. Oh, Moment. Hier dein Profil. Und hast hier zum Beispiel Hochladen. Ja, die habe ich selber mal probiert. Da kann man nämlich selber auch animieren und so. Aber ich werde jetzt nicht so krass ins Detail gehen, sondern wird hier gerne einfach nur zeigen, was man alles machen kann. So, auf jeden Fall hat man hier Favoriten und dann haben wir hier den Baum. Das ist der Baum, den wir gerade getestet haben und so funktioniert das auf jeden Fall. So, das Wichtigste ist ja, das hier ist ein 16:16, ja. Das Ganze gibt es auf Amazon und der Link wird definitiv auch in der Videobeschreibung vorhanden sein. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in 32x32 und auch noch in 64x64. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen, was das kann. 64x64, okay. So, bei 64x64 wirst du schnell erkennen, dass da das Ganze doch ein bisschen hochauflösender und krasser zu sehen ist. Also das ist schon übertrieben. Du kannst theoretisch sogar eigene Fotos da hochladen und das Ganze in diesem Pixel umwandeln lassen. Das Problem hier bei meiner Version ist halt bei 16x16, das wird nicht ganz funktionieren. Aber ich bleibe hier 16x16. Ich finde das ziemlich cool, weil es ist so retro einfach. Und feiere ich. Also immer hier die drei Balken, drei Raster, 16x16, beliebt oder neueste Uploads, je nachdem wie du da Bock hast. Dann hast du hier zum Schluss noch die Möglichkeit auf das Plus zu klicken. Und dann kannst du jetzt hier anfangen selber zu zeichnen, zum Beispiel hier einmal so, zack, zack, und den Rest machen wir einfach gelb. Das ist vielleicht nicht gerade das schönste Gelb, aber so in etwa. In Schwarz sieht man das vielleicht doch ein bisschen besser, ne? es ist cool, man kann hier wirklich so kreativ sein, wie man nur mag. Und es macht auf jeden Fall jede Menge Spaß, muss ich sagen. Wie das aussieht. Es ist cool, es ist wirklich cool. Tobt euch hier aus. Man kann auch animieren und so weiter und so fort, aber da gehen wir jetzt gar nicht so großartig drauf ein, weil das ist doch ein längerer Prozess, aber es ist möglich. Ich finde es aber besser, wenn man tatsächlich hier
sich irgendwelche Motive auswählt, weil hier sind schon so viele geile Motive dabei. Und egal, ob du YouTube-Videos machst, ob du TikTok machst oder ob das einfach nur eine Deko sein soll fürs Wohnzimmer oder fürs Zimmer oder so. Es ist geil, das Teil. Also ich finde wirklich, das hat sich gelohnt, das zu kaufen. Und ja, wie im letzten Video auch, also in dem Sternenhimmelprojektor, frag dich bitte selber auch wirklich, brauchst du das unbedingt? Ich brauch's eigentlich auch nicht unbedingt, aber ich find's trotzdem geil. Ich liebe solche Spielereien, wirklich, ich liebe es. So, jetzt befinden wir uns am Ende des Videos. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass es mich mit einem Like wissen, mit einem Abo und vielleicht sogar noch einem Klick auf die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin bleibt alle gesund. Und haut rein, Erik ist jetzt raus. Ciao, Kakao.